Gute Nacht. Ein Mensch, der aus einem Riss im Himmel gefallen kam. Die Welt ist voller Rätsel. Ja. Unvertraute Gefilde, wie in das Zimmer bei den Quartieren des Forschungstrupps, das dir zugeteilt wurde. Oh. Ruh dich auf dem Futon im Quartier bis zum Morgen aus. Diese Feuerstelle kann dazu benutzt werden, um das Zimmer warm zu halten. Alles irgendwie alt aus. Die Forschungsfibel. Die Forschungsfibel enthält wichtige Informationen, die dir bei deiner Forschung in der Hisui-Region helfen werden. Öffne das Spielmenü, indem du den Aufwärtsknopf drückst, um unter Hilfe jederzeit darauf zuzugreifen. Tipps für Mitglieder: Denk immer daran, euer Abenteuer regelmäßig zu speichern. Speichern. Im Spielmenü kannst du deinen bisherigen Spielfortschritt speichern. Wenn du die Funktion Automatisches Speichern aktivierst, wird dein Spiel automatisch gespeichert. Du kannst im Spielmenü unter Hilfe und deinen Einstellungen ein- und ausschalten. Du kannst sie im Spielmenü natürlich auch ein- und ausschalten. Verhaltenskodex. Erstens, jeder wird höflich und freundlich behandelt. Zweitens, Vorgesetzten wird Respekt gezollt. Drittens, eigene Vorlieben werden hinten angestellt. Viertens, Schwächeren wird stets geholfen. Fünftens, Probleme werden ohne Umschweife bewältigt. Hier steht ein Spiegel. Ohne Spiegelbild. Hier sind ein paar Steine, die jemand wohl irgendwo aufgesammelt hat. Die sind hübsch, aber nichts Besonderes. Hier steht eine Laterne. Leider kannst du sie ohne Öl nicht selbst anzünden. In diesem Schrank lässt sich Wechselkleidung verstauen. Er ist solide gebaut. Oh ja. In diesem Krug wird Trinkwasser aufbewahrt. Ein Deckel verhindert, dass Staub hineinfällt. Das ist eine Lagerkiste, in der du bestimmt etliche Items unterbringen kannst. Ausruhen. Bist du morgen ausruhen? Ja. Feuer! Was war das? Das klang nicht gut. Ab nächsten Tag. Guten Morgen, Sebastian. Letzte Nacht soll es heftig gewittert haben. Es ist Zeit für deine Prüfung. Ich drücke dir die Daumen. Ja, okay. Aufnahmeprüfung. Herrliches Wetter heute. Konntest du dich gut ausruhen, auch wenn dir hier alles unvertraut ist? Lass uns nun zum Hauptquartier gehen. Kommandantin Celestis wartet sicher schon. Okay, Hauptquartier.
Den Forschungstrupp findest du hier im Erdgeschoss des Hauptsitzes vor... Haltet durch! Was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Ich habe mein Partner-Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Das kommt davon, wenn du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Dieser Mann gehört zum Sicherheitstrupp. Obwohl er sein Partner-Pokémon dabei hatte, wurde er angegriffen und verschwundet. Ohne Partner könnte es schwer für dich werden, die Prüfung zu bestehen. Kommandantin Celestis, Sebastian ist hier. Verstanden, tretet ein. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Bidiza, ein Staralili und ein Chinux fangen. Drei verschiedene Pokémon, das ist noch niemandem von uns gelungen. Hat er nicht gestern drei Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Leven erzählt hat, müsste diese Prüfung ein Kinderspiel für ihn sein. Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Hier, du darfst dir diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Wow, diese Tasche steht hier echt gut. Aber da hinten kommt man doch gar nicht richtig ran. Nun mach dich auf den Weg. Lumia, hilf ihm, falls es Probleme geben sollte. Hauptmission, die Aufnahmeprüfung. Öffne die Karte auf deinem Arceus-Phone und drücke den Y-Knopf, um dir die... um die von dir akzeptierten Missionen anzusehen. Hauptmission musst du abschließen, um in der Geschichte des Spiels voranzukommen. Nebenmissionen hingegen sind optionale Aufträge von Leuten, denen du unterwegs begegnest. Geh entlang, Sebastian. Jetzt bin ich an der Reihe. Hallo, ihr beiden. Guten Morgen erstmal. Was gibt es, Professor Leven? Sebastian muss diese Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vervollständigung des Pokémons und, naja, damit er hier überlebt. Deswegen will ich ihm als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Bautz! Feuri! Otata! Nun denn, Sebastian, suche dir eines dieser Pokémon als Partner aus. Mit einem Partner-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Diese drei Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also, auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Das ist doch easy. Ich nehme Feuerriegel. Feuerriegel. Möchtest du Feuerriegel zu deinem ersten Partner machen? Ja. Eines der Pokémon, die du beim Strand des Aufbruchs für mich gefangen hast, ist nun also dein Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokéball, in dem sich Feuerriegel befindet. Sieht immer noch komisch aus. Achte immer darauf, welche Pokebälle leer sind und in welchen sich ein Pokémon befindet. Bautz. Otata. Die anderen Pokémon scheinen Feuerriegel anzufeuern. Oder vielleicht würden sie dich auch gerne begleiten. Da könnte etwas dran sein.
Schließlich sind sie genau zu dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, als Sebastian vom Himmel gefallen ist. Aber keine Sorge, ihr beiden könnt mir erst einmal bei meinen Forschungen behilflich sein. Bautz! Otata! Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? I see. Verstehe. Drei verschiedene Arten aus dem Obsidian-Grasland also. Dann nimm bitte diese Pokebälle mit. Nochmal 20 Pokebälle, alles klar. Sie wurden von Hand gefertigt, aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es ist soweit. Um zum Ort der Prüfung zu gelangen, musst du vom Hauptsitz aus links weitergehen. Okay. Also quasi zum Haupttor wieder zurück. Fledstraße. Übungsgelände. Ja, ganz falsch. Also wirklich gleich links. Dann nehme ich noch ein Tor. Kann sich aber auch schon mal verlaufen. Oh, was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Ich bin Volo, ein Mitglied der Ginkgo-Gilde. Ginkgo-Gilde. Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Du sollst vom Himmel herabgefallen sein. Das ist kein Gerücht. Du sollst vom Himmel herab... Achso, ja. Das wollte ich mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh. Und du hast... noch ein Pokémon bei dir? Das ist wirklich äußerst interessant. Es liegt in der Natur eines jeden Händlers allerlei... ungewöhnlichen Dingen auf den Grund zu gehen. Wie wäre es mit einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen? Gerne. Du gefällst mir immer besser. Jemanden wie dich trifft man nicht alle Tage. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du eine Prüfung ablegen musst. Dann ist ein Kampf doch genau das Richtige, um dich darauf einzustimmen. Denk daran, wenn die KP deines Pokémon auf Null fallen, hast du verloren. Also dann, los geht's. Ein Pokémon-Kampf? Volo von der Ginkgo-Gilde fordert dich heraus. Togepi. Okay. Easy. Togepi besiegt. Kampfende.
Pokémon-Attacken, Items, nutze sie weise und nichts kann dich aufhalten. Feuerregel erreicht Level 6 und hat eine neue Attacke erlernt. Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacke und werden noch stärker. Man sieht gar nicht, was für eine Attacke gelernt hat. Pokémon-Attacken. Bei Levelaufstieg erhöht sich manchmal die Anzahl der Attacken, die ein Pokémon einsetzen kann. Wenn du die Attacken ändern möchtest, die dein Pokémon im Kampf zur Verfügung stehen, musst du die Tasche öffnen, ein Pokémon wählen und anschließend die Option Attacken verwalten auswählen. Leider gibt es nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Wenn doch nur jeder wüsste, wie man Pokébälle benutzt. Einen Moment, ich werde unsere Pokémon wieder zu Kräften kommen lassen. Nimm diese Tränke als Zeichen meines Dankes, mein himmlischer Freund. 5 Tränke. Trank. Hilft bei Wunden. Fülle die KP eines Pokémon um 60 Punkte auf. Es sind sehr alte Trankflaschen. Nutze sie, wenn deine Pokémon geschwächt sind. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Je mehr die Galaktik-Expedition wächst, desto größer wird schließlich auch meine Kundschaft. Toll, du kannst nicht nur Pokémon fangen, sondern auch mit ihnen kämpfen. Dann mal auf zum Obsidian-Grasland. Wenn du Jubeldorf verlässt, musst du auf der Karte deinen Zielort auswählen. Sag auch bitte Darius, dem Wachposten, wohin du gehst. So kann dich jemand retten kommen, solltest du durch einen Pokémon-Angriff ohnmächtig werden. Deine Prüfung beginnt, sobald du durch das Haupttor geschritten bist. Du bist Sebastian, nicht wahr? Ich weiß schon Bescheid. Deine Aufnahmeprüfung findet außerhalb des Dorfes statt. Pass bitte gut auf dich auf. Graslandbasis heißt also dein Ziel. Ja? Schön, dass die Karte wenigstens gleich direkt aufgeht. Wir befinden uns hier im Basislager. Das ist der letzte von uns gesicherte Ort, bevor die wilde Natur beginnt. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, Pokémon drei verschiedene Arten zu fangen: Bidiza, Staralili und Chinooks. Na dann, legen wir los. Was machen Sie denn hier, Professor? Nun ja, die Kommandantin hat mich vorhin herbeizitiert. Und sie hat deutlich gemacht, dass ich die volle Verantwortung trage, sollte etwas passieren. Kommandantin Celeste ist wirklich unerbittlich. Aber wie genau sollen Sie denn bitte helfen? Ach, es besteht keine no Notwendigkeit für mich, irgendetwas zu tun. Sebastian hat alles im Griff, da bin ich sicher. Aha, das heißt also, ich trage die große Verantwortung. Aber Sebastian wird das schon schaffen. Lass uns mit der Prüfung beginnen. Okay, also ein Bidiza ist der Anfang. Das ist der Ambitionshügel. Hier leben die Pokémon, die du für deine Prüfung fangen musst. Obsidian Grasland. Schau, da ist ja schon ein Bidiza. Versuch es zu fangen, ja? Ja, okay. Sollte ich mal Text durchflutschen, einfach Video pausieren. Das Wichtigste beim Fangen ist, dass du gut zielst. Vielleicht weißt du das alles schon, aber lass mich trotzdem erklären, was ich gelernt habe. Das Ziel anvisieren. Du kannst ein wildes Pokémon in der Nähe anvisieren, indem du die ZL-Taste gedrückt hältst. Mit dieser Technik verlierst du es nicht so leicht aus den Augen und kannst besser mit Pokébällen zielen oder angreifen.
Griffen ausweichen. Iliza hat eine friedliche Veranlagung. Es ist also unwahrscheinlich, dass es vor Menschen flieht. Hoppala. Du hast einen Pidgeotto gefangen. Gut, lass uns jetzt nach den anderen Pokémon suchen. Staralili ist das zweite. Staralili sind sehr ängstlich. Sie ergreifen sofort die Flucht. In diesem Fall hilft es, sich zu ducken. So kannst du dich unbemerkt anschleichen. Ducken. Drücke den B-Knopf, um dich zu ducken. Ja, das haben wir ja aus Versehen schon gemerkt. Wenn du ihn erneut drückst, richtest du dich wieder auf. Wenn du dich geduckt durchs hohe Gras bewegst, wirst du für wilde Pokémon schwerer zu entdecken. Dir ist es gelungen, auch ein Staralili zu fangen. Jetzt fehlt dir nur noch ein Pokémon. Ein Shinox. Voll easy. Ach ja, es gibt noch etwas, was ich dir erklären muss. Und zwar, wie du einen Pokéball wirfst, in dem sich ein Partner-Pokémon befindet. Kommandantin Celestis hat mir das beigebracht. Wenn du ein Item geworfen hast und danach einen Ball mit einem Pokémon darin werfen willst, drücke den X-Knopf. Wenn du einen Ball mit einem Pokémon darin geworfen hast und danach ein Item werfen willst, drücke den X-Knopf. Die Kommandantin nennt das den X-Wechsel. Versuch mal, einen Ball mit einem Pokémon darin auf den Baum oder Stein zu werfen. Auf diese Weise kann dein Pokémon Bieren und Ähnliches für dich einsammeln. Dann lass uns mal sehen, was dein Partner so zu bieten hat. Deine letzte Aufgabe ist es, Shinox zu fangen. Okay, wenn da nichts mehr ist. Alles klar. Da ist ein Shinox. Ist dir aufgefallen, dass Shinox eine aggressive Veranlagung haben? Ich denke schon. Das dachte ich mir schon. Ich muss ein Pokémon immer sehr genau beobachten. Es also regelrecht anvisieren, um sowas zu bemerken. Aggressive Pokémon schlagen Pokébälle weg, wenn sie angegriffen sind. Infos beim Anvisieren. Halte die ZL-Taste. Ich habe hier keine ZL-Taste. Um ein Pokémon anzuvisieren. Jetzt reicht es mir. Ich muss mal kurz. So. So. Uiuiui. Die ZL-Taste gedrückt, um ein Pokémon anzuvisieren und zu
erfahren, wie schwierig es ist, es sein wird, dieses zu fangen. Je mehr Pfeile angezeigt werden, desto eher wird dein Fangversuch gelingen. Na, das. Funktioniert irgendwie nicht. Ein X-Symbol bedeutet, dass das Pokémon Menschen gegenüber feindselig eingestellt ist. Feindselige Pokémon lassen sich nur während eines Kampfes fangen. Ich möchte eigentlich nur, dass die Controller gesynkt sind. Aber das funktioniert gerade nicht. Dann müssen wir erstmal so und so. Aber keine Sorge, ich verrate dir einen nützlichen Trick. Du musst gegen es kämpfen. Wirst du dann mitten im Kampf einen Pokéball, kannst du es fangen. Ich hatte dir doch vorhin erklärt, wie du einen Pokéball wirfst, in dem sich ein Pokémon befindet. Wirf ein dieser Pokéball in die Nähe des Pokémons, das du fangen möchtest. Da du bereits im Kampf geübt bist, bin ich sicher, dass du das schaffst. Pokémon-Kämpfe beginnen. Um einen Kampf gegen ein wildes Pokémon zu beginnen, musst du einen Ball auf es werfen, in dem sich eines deiner Pokémon befindet. Wenn gerade ein Item zu werfen ausgewählt ist, kannst du den X-Knopf drücken, um zu deinen Pokémon zu wechseln. Okay. Let's go. Oh, Verbrennungen. Shinnok besiegt. Sollte Shinnok doch fangen und nicht besiegen. Auch während des Kampfes musst du daran denken, einen Pokéball aus der Tasche auszuwählen und auf das Pokémon zu werfen. Ist so. Da zieht er immerhin alleine dann. So, klasse, Shinnok wurde gefangen. Du hast dich furchtlos den Pokémon genähert und sie alle mit Bravour eingefangen. Meister können also doch vom Himmel fallen. Mit deiner Hilfe könnte es dem Forschungstrupp tatsächlich gelingen, wie beauftragt, den Pokédex zu vervollständigen. Ich wüsste nur zu gerne, wieso du vom Himmel gefallen bist. Doch lass uns erstmal nach Jubeldorf zurückkehren. Jubeldorf. Wonderful. Natürlich hatte ich schon genau prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen würdest. Gratulation, Sebastian.
Das war der erste Schritt zu deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Wisst ihr was? Das ruft nach einem Erinnerungsfoto. Wow, eine alte Kamera.